Kohle mit. Und hier kreicht irgendwo eine Spinne. Das auch irgendwo auf oder? Lade, la, 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 la. Eigentlich ist es ein bisschen doof, dass man die nicht zusammentun kann. Weil eigentlich von den Eigenschaften her ist es genau das gleiche. Es kann beides 8 Blöcke schmelzen. Und man kann aus Charcoal das gleiche machen wie aus normaler Kohle. Da frage ich mich, warum, wenn man Holz schmelzt. Ja. Dass da nicht einfach Kohle kommt, anstatt von Charcoal. So, ich frage mich hier jetzt nur, ob ihr noch was seht auf YouTube oder, weil ich kann es eigentlich ganz gut erkennen. Ja, jetzt nicht. Oh. Das ist ja so ein Problem, dass nachher auf YouTube dann einfach die Farben teils weg sind. Alles sehr dunkel ist. So. Okay, jetzt nichts übersehen. Och, doch, da. So. Ja, das waren auch schon die Wertsachen dieser Höhle. Meine Fresse. Jetzt endlich auch mit dem Kreischer. Nervt. Huch. Ja, unsere Spitzhacke sieht auch nicht mehr so toll. Also, ihr könnt den Holz abzischen. Wir schlachten da hinten noch ein paar Schafe. Und dann in generell durch die Landschaft. Und hier schön die Tintenfische halten. Nur halt im Wasser oder auf Land. Also wenn ihr auch Vorschläge habt für irgendwelche Mods, die ich installieren soll, dann einfach anschreiben, das dürfte bei den meisten Mods kein Problem sein. Und auch, ihr könnt mir auch Mods nennen, die noch nicht für diese Version kompatibel sind. Oder so, dann weiß ich das, dass es da gute Mods gibt, dann kann ich die ein andermal installieren. Ah ja. Sterb. Und Glückwunsch. Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Kann ich das hier irgendwo sehen? Nein. Kann ich offenbar nicht. Ja, wunderbar, das Schwert hat ja super lange gehalten.
Okay. Was haben wir noch drin? Wir haben noch ein paar Zeppelin vorher. Also wir haben hier 4 Essen-Dinger, dann können wir müssen wir 8 Zeppelin reintun. Das hier als erstes. Und sobald das fertig ist, können wir das nächste nachschmeißen. So. Haben wir wieder ein paar Steaks. Mit dem Spider-Eye. Weiß ich noch nicht genau, was wir damit machen sollen. Kohle haben wir auf jeden Fall genug. Und es wird schon wieder bald dunkel. Inzwischen können wir vielleicht nochmal Holz schlagen. Kann ja nichts schaden. Oh, das kommt so schön. Naja, ein bisschen. So, wie viel Uhr ist es eigentlich? 10.49 Uhr. Den hier können wir auch wegreißen, das sieht nicht so schön aus. Ja, einen Mod, den ich wirklich gerne installieren möchte, ich muss den nur noch finden, das ist den Shader Mod. Der macht ja, dass man so Schatten hat, die dann, also man hat ja hier auch Schatten, aber die wandern ja nicht mit der Sonne, die sind ja immer, wenn ich jetzt hier einen Holzblock hinstelle, ist da rundherum Schatten, auch wenn die Sonne da steht. Also den Shader Mod, der ist wirklich sehr geil, muss man ja mal sagen. Ja, das wäre eigentlich der... Ja, dann könnten wir uns auch eine Sonnenuhr bauen und so. Mit Schildern. Oder? Also die Schatten, die wandern nicht im Kreis, die wandern nur dann von einer Seite auf die andere. Ich warte nur kurz, bis die Sonne unten ist. Dann ich... You can only sleep at night. Ja, schlaf mich doch. Jetzt. Oh. Jetzt. 3, 2, 1. Jetzt. Ja. So, und der neue Tag ist auf. Schön Zähne putzen mit der Fackel. Schön Steak essen noch. Hab ich noch vergessen. Ach ja, pinkeln. Okay. Was wollen wir denn heute unternehmen? Also ich glaube, ich nehme jetzt 30 Minuten auf. Denn, ach nein. Ja, die Nacht haben wir immer übersprungen. Ich nehme so um die 30 Minuten auf, weil ein Tag dauert ja. Also ein Tag und eine Nacht zusammen dauern 20 Minuten. Und wir haben jetzt 3 Tage durchgemacht. Die Nächte haben wir ja eigentlich immer verschlafen, weil wir so müde waren von dem ganzen Gebäude und Gehöhlenforschen und was wir da noch nicht alles unternommen haben. So, nachdem wir hier das Holz noch genommen haben, dann würde ich vorschlagen, als nächstes werden wir ein bisschen die Welt herum erkunden. Und, so. Und ja, mal schauen, was wir da noch so finden, wo man das nächste Haus bauen könnte. Dann müssen wir auch nochmal in eine Höhle.
Und ihr wollt ja auch vielleicht in eine Höhle? Ich weiß es nicht. Ich persönlich gehe nicht in eine Höhle. Aber naja, wenn man eine No-Cheater-Welt macht, dann muss man ja wohl auch in Höhlen gehen, wenn man was hat. Wenn man etwas Anständiges vollbringt. Wurde das schon implementiert, dass man hier Äpfel abernten kann? Habe ich das wieder verschlafen? Ich bekomme auch gar nichts mehr. Das ist ja nett. So, auch dieses Holz wandeln wir wieder um. Dann haben wir schon genug Holz. Dann hier noch, also dieser Printer hier auf dem Büro. Ein bisschen. So, dann noch den Apfel rein. Und ja, was? Ach, schlapp. Oh. Steht die Sonne, ist gleich Mittag. Und ich glaube, ich werde mich dann vorerst verabschieden und mal schauen, wie ich die Folgen schneiden kann. Ich habe da noch keine so gute Idee, aber ich hoffe, ich bekomme das hin. Naja, das war's von meiner Seite. Ich freue mich schon auf die Kommentare und den Erfolg, den es mir hoffentlich einbringen wird. Also jetzt nicht finanziell gesehen, sondern einfach nur klickmäßig gesehen. Also dann tschüssi und bis zum nächsten Mal.